Hallo, wieder zurück bei Busse Yachtshop heute. Wir haben hier ein AIS-Sender Defänger Camino 108S. Das ist so ein Alleskönner. Der kann einfach alle Geräte miteinander verbinden und ist auch unser beliebtestes Teil. Camino 108-Serie gibt es drei verschiedene. Das ist die S-Version jetzt mit einem integrierten Antennensplitter. Heißt, wir haben einen AIS-Sender, Empfänger. Und die Antenne, Seefunkantenne kann für das Funkgerät und den AIS in Kombination verwendet werden, weil hier der Splitter gerade drin ist. Dann gucken wir uns mal an, was wir alles anschließen können. Wir haben hier den Camino 108S. Wenn wir erstmal die Antennenseite uns angucken, klar, wir brauchen eine Seefunkantenne. Reinstecken. Wir haben ein Funkgerät. Reinstecken. Kabel liegt bei. Wir haben eine GPS-Antenne, entweder solch eine Marine-Außenantenne oder eine kleine Patch-Antenne. Antenne ist dabei, eine von beiden, reinstecken. Wir haben hier einen kleinen Anschluss, Autoradio. Also wir können UKW-Radio mit aus dieser einzelnen Antenne rausholen. Kabel ist dabei, anstecken. Dann haben wir 12-Volt-Anschluss natürlich, müssen wir einmal haben. Das Gerät will ja auch senden, hat ein paar LEDs, die uns was anzeigen. Am Stecker dran, anschließen, über ein Panel natürlich. Wir haben NMR 183 Ausgang, einen für einen Kartenplotter, zwei Drähte, anschließen. Einen zweiten, oh, wir haben noch einen zweiten Kartenplotter, auch was anderes, möchten was anderes anschließen, können wir anschließen an die beiden Drähte. TX-Off-Switch, ein Silent-Switch, können wir anschließen. Schaut mal bei uns im Yachtshop, Busse Yachtshop unter AIS1, da findet ihr so einen TX-Switch. Heißt, wir können ihn stumm schalten, er ist nur noch ein Empfänger. Wir haben NMR 2000. Dieses Kabel liegt nicht bei, das bitte extra besorgen. Ein T-Stück anschließen. Wir haben USB zum Programmieren vom Laptop. Heißt, USB-Kabel liegt bei, anschließen. Aber wir haben USB-Treiber zu beachten, komme ich gleich nochmal zu. Je nachdem, welchen Laptop oder Windows wir haben, müssen wir ein bisschen aufpassen. Dann können wir die Daten in das Gerät einprogrammieren. MMSI, Schiffsname, Rufzeichen und wo die GPS-Antenne an Bord ist. Die Längen brauchen wir dafür. Wenn das alles passiert ist, wir schalten 12 Volt an, dann sehen wir über die LEDs, welchen Status er hat. Ob er sendet, empfängt, Spannung gut ist. So, dann öffnen wir nochmal den Karton. Schauen wir mal, was alles dabei ist. Wir haben einmal ein deutsches Handbuch. Dann haben wir das englische Handbuch, die Software-CD. Zu der Software-CD als erstes einmal die aktuellen Software-Treiber, falls sich bei Windows was ändert oder so, gibt es alle unter AMEC AIS oder altecmarine.com. Da kann man sich die aktuellste Software runterladen, gerade wenn das Gerät nach ein paar Jahren mal wieder angeschaltet wird und damit die Software reingeguckt werden soll. Das bitte auf der AMEC-Seite runterladen. Dann haben wir natürlich das Gerät. Wir packen das einmal aus. Hier sehen wir gut beschriftet die Anschlüsse. Die Antenne, sagte ich, Seefunkantenne. VRF-Radio ist in Deutsch Seefunkgerät. GPS-Antenne. FM ist Autoradio gemeint. Wir sehen schon, hier kann man die Stecker gar nicht vertauschen. Hier sind natürlich PL-Stecker, wie beim Seefunk üblich. Die sind an der Antenne und am Funkgerät dran. Springerkabel ist dabei, aber hier bitte aufpassen, wo die Antenne und wo das Funkgerät dran ist. Aber ist ja gut beschriftet. Auf der anderen Seite sehen wir hier einen USB-Anschluss. Darüber wird das Gerät programmiert. NMR 2000 hat er natürlich. Einfach Kabel und T-Stück ins NMR 2000-Netzwerk einfügen. Funktioniert mit den ganzen Plottern zusammen. Power und Data ist das Stromkabel. Wir haben hier auch den Silent-Schalter, den wir hier anschließen können. Und wir haben hier NMEA 0183 Ausgänge, zwei Stück. Hier oben sehen wir die LEDs, die jetzt natürlich aus sind. So, was ist noch dabei? Wir nehmen das einmal raus. Wir haben jetzt hier die Version mit Patch-Antenne. Das ist eine GPS-Antenne. Solch eine kleine Antenne, die wird unter Deck verwendet. Das muss unten sein, das ist oben. Halbkugel wird empfangen. Hier ist das Kabel, Anschluss, GPS-Anschluss.
Und diese Frage ist oft, ja, es muss eine GPS-Antenne angeschlossen werden. Das Gerät sollte nicht anders betrieben werden. Dann haben wir hier das Stromkabel. Hier die einzelnen Adern sind im Handbuch gut beschrieben. Rot-schwarz ist natürlich Strom und der Rest Zeilen, Schalter und NMEA-Daten sind farblich gekennzeichnet. Hier haben wir das Springerkabel vom Transponder zum Funkgerät, Meter lang. Wenn wir es in der Nähe installieren, kein Problem. Einmal USB-Kabel für den PC. Hier ist das Autoradio-Kabel. Der Anschluss hier ist ein SMA-Anschluss. Und die andere Seite ist der lange Autoradio-Stecker, der ist ganz üblich bei Autoradios, bei ganz vielen verwendet. Jo, und wir haben noch ein paar Schrauben. Ja, was müssen wir tun? Wir müssen die MMSI-Schiffsname, Rufzeichen und Länge und Breite eingeben in das Gerät. Da muss er eine GPS-Position haben und wenn er eine Antenne sehen können. Und wenn er das alles hat, dann fängt er an zu senden und dann zeigt er das Schiff auf der Karte an. Und andere Schiffe können einen sehen auf dem Kartenplotter. Jo, das zum AMEC Camino 108S.